Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Underground 2. Ja, ihr merkt schon, wir fangen die Aufnahme hier nicht mit einem Crash wie sonst immer an, sondern beim Autohändler, da das hier eine kleine Spezialfolge wird, da ich jetzt 20 Abonnenten habe und bei denen möchte ich mich bedanken. Und 20 Abonnenten ist ja noch nicht so viel, kein richtiges Special, aber eine kleine Spezialfolge in einem meiner LPs. Und deswegen werden wir uns in dieser Folge ein richtig schönes Auto zulegen, nämlich den Hammer H2 mit einer tollen Beschleunigung, einer grandiosen Höchstgeschwindigkeit und einem unbeschreiblich geilen Handling. Gut, möchtest du diesen serienmäßigen Hammer H2 auswählen? Jo. Gut, ich weiß es gar nicht mehr, wie viel Geld wir haben, nachdem wir uns letztes Mal den Hyundai getunt haben. Aber den wollen wir uns jetzt mal richtig geil tunen. Den guten Hammer. 9000, ja, das sollte ja noch reichen. Boah, der bewegt sich fast gar nicht. Hallo? Ja, weil es hier den Berg hoch geht. So. Dann fangen wir gleich mal mit dem Tuning an. Ihr seht, wir haben ja auch solche Gelände, extra für Geländewagen. Das wusste ich zum Beispiel auch vorher noch nicht. Und die werden wir auch fahren. Aber zuerst stellen wir uns ein richtig geiles Auto zusammen. So einen richtig schicken Hammer. Als eben kleines Special. Ja, dann wollen wir dann mal zuerst zum Karosserieshop in Beacon Hill, den wir noch nicht gefunden haben. Hey, was ist denn das für eine Kacke? Oh, dumm. Ärgerlich. Na gut. Vielleicht finde ich ihn ja so. Also da ist der Tuning Shop, hier ist der Dingshändler. Und dann könnte er vielleicht hier irgendwo in dem Gebiet sein. Da ist der Neon Shop. Entweder da oder da. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ihr merkt, ich bin toll vorbereitet für die Special-Folge. Aber der Hammer sieht ganz geil aus. Ah, da hinten ist grünes Licht. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Alter, ist der langsam. Naja, das werden wir ändern. Dann werden wir es richtig gut rocken. Dann ist zwar auch unser Portemonnaie leer. Dann können wir nicht mehr den Hyundai optisch auftunen. Aber wir haben ja genug Rennen auf der Karte. Ja, Geld. Alter, der ist so langsam und so behäbig. Das kann ich euch gar nicht sagen. Willkommen im Bayview Karosserie Shop in Beacon Hill East. Du hast jetzt Zugriff auf Spoiler und Motorhauben. Alle Teile und aus zuvor freigeschalteten Karosserie-Shops sind hier ebenfalls verfügbar. Ich weiß überhaupt nicht, ob es Karosserie für dieses Riesenteil gibt. Spoiler, Schweller, alles was du willst. Der Karosserie-Shop macht aus deinem Serienwagen was ganz Besonderes. Jo, aus dem Hammer werden wir es ganz Besonderes machen. Ja, da gibt's ja große Auswahl. Dann holen wir uns gleich mal Orion. Heckstoß gibt's auch nur Orion. Naja, wir tun uns den richtig nice zusammen hier. Orion, Spoiler. Oh, der muss schön riesig sein. So genauso wie das Auto. Nee. Hier, Wildfire. Bam. So richtig schön übertrieben. Beast. So. Nee, so ein Zitronenzeichen. Geht ja gar nicht. Ja, dann nehmen wir mal so DJ Heim. So, Dachspoiler. Muss auch gut fett sein. Ja, Twister, komm. Ich will es hier auch nicht zu lang machen. Ja, dann machen wir hier Hide als Frontscheinwerfer, als Rückleuchten. Tja, Street Ray. Komm schon, Alter, das sieht es so geil. Ich möchte hier am besten gar nicht reden. Rebound hier schön fett. Alles muss so groß sein wie möglich. Ja. Dann nehmen wir einfach die größten Auspuffe. Boah, und die Felgen müssen ja wohl so hässlich rein. Also hässlich, so groß sein. Nehmen wir mal OZ. Ja, die sind ganz gut und die gibt's nur in der Größe, weil das Auto so hammerriesig ist. Gut. Carbon. Nö. Haben wir eh noch nicht freigeschaltet. Gut. Dann haben wir hier schon ein bisschen Geld rausgeschmissen. Ich hoffe, es reicht, weil wir müssen den ja auch noch tunen, damit wir bei den Geländerennen eine Chance haben. Boah. Das war ein richtig fetter Brummer. Wenn ich an Hammer denke, fällt mir. Underground Speed Zone sehen. Damit das passiert, musst du ihn auf 3 Sterne ausbauen. Du weißt, was du zu tun hast. Jo. Nice. Dann können wir auch gleich dann das nächste mit verknüpfen und unseren geilen Hammer hier auf das Cover bringen. Und jetzt geht's zum Lackshop. Aber ich wollte noch sagen, bevor Rachel uns angerufen hat, Alter, hat der eine scheiß Kontrolle. Mit dem Wort Hammer verbinde ich immer eigentlich dieses geniale Lied von Culture Candela. So, dann wollen wir den mal umspritzen, den guten. Boah. Hey, die Leute haben langweilige Kisten satt. Also zeig ihnen, dass du dir nicht Papas Kutsche ausgeliehen hast und verbessere Optik und Style. Jo, das ist auf. Ist aus deinem Wagen etwas Besonderes zu machen. Das gelingt dir bestimmt mit einer neuen Lackierung. Ja, die Leute, die in den Hammer sitzen, sind ganz harte Jungs.
Deswegen werden wir den auch so tunen. Ja, das Pink ist doch herrlich. Haben wir noch was anderes? Nö, haben wir beides noch nicht freigeschaltet. Gut. Dann werde ich mich mal für dieses schöne Pink entscheiden. Was ja überhaupt nicht so hier so einen weißen Spoiler. Ah, wir machen den uns ganz schick, den Wagen. Richtig harte Männer. Hier so einen weißen Dachspoiler. Die Spiegel werden auch mal weiß. Die Felgen. Ja, die Felgen. So richtig Stil versaut. Wie macht man die denn da? Ja, hier machen wir so helle, mein Gott. Spinners haben wir noch nicht freigeschaltet. Bremsen haben wir auch nicht. Ja, so fühlt sich der auch an. Und dann hier. Ja, ja. Warte, wir machen mal grüne Auspuffblenden und grüne Felgen. Dann sieht so richtig schön scheiße aus. Also wenn die uns auf die Kammer. So, was machen wir denn drauf? Blitz, Racing, Flaggen, Tribal, Wild, Motorhaube, Hersteller, Karosserie, einzigartig, Graffiti, Art Factory. Haben wir alles noch nicht. Flagge, Racing, Blitz. Was haben wir denn hier an Blitzen? Ich muss mich hier auch ein bisschen beeilen. Die Folge wird wahrscheinlich eh schon Überlänge haben. Hier nehmen wir doch das. Winlay Farbe 1, ist das hier in der Mitte? Was nehmen wir denn da? Hier so ein Grün. Oder gibt's hier noch so ein härteres Rosa? Oder so Rot? Warte. Das kann dann weiß. Ja, so richtig schön schwul. Nein, 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 wollte ich doch gar nicht. Nein, ich will es in der Mitte. Ach ja, so, jetzt ist es. Was machen wir denn da? Mein Gott, so ein Gelb, damit wir den so richtig versauen. So, Decals will ich nicht. Gut. 1,17 hat das jetzt schon als optische Bewertung. Der Hammer. Und jetzt geht's natürlich noch. Oh, Alter. Beweg dich doch, Mann. Geht's natürlich noch zum Neon-Shop. Ja, sieht doch schon ganz scheiße aus, der Wagen. Also das muss man ja lassen. Alter, wie man so ein Ding aufmotzen kann, das ist ja echt krank. Du, fahr bloß nicht zu schnell, Hammer. Wir haben ja Zeit. Also diese Folge wird wahrscheinlich Überlänge haben. Boah, schöner Sprung, so richtig schön elegant und leicht in der Luft stehend. Boah, so ein dicker Brummer. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Geländerennen gewinnen soll. Aber das Gute ist natürlich, wenn man hier Crashes baut, dann räumt man die Gegner weg. Hier, nee, mein Wagen ist definitiv geiler als der. Alter, ich kann nicht lenken. Komm, du sollst da rein. Alter, ein Bremsweg von gefühlt 200 Kilometern. Fahr schneller. Das ist hier übrigens keine Slow Motion, die ich aktiviert habe. Das ist alles real. Und in die Kurve. Na komm. Ah, ja, fast. Ach ja. Naja. Wir sind ja auch bald mit dem Tuning fertig. So viel Geld haben wir leider auch nicht mehr zur Verfügung. Also muss ich vielleicht beim Tunen ein bisschen sparen. Jo, und dann wollen wir auch mal in den Neon-Shop oder Spezialteile-Shop. So, erstmal hier Neon, Unterboden Neons. Rot, Grün. Blau, ja, nehmen wir mal grün. Motorraum Neons haben wir alles noch nicht frei. Autoglasfolien. Schwarz, grün, blau, rot. Haben wir auch grün? Ja, hier, komm. Alter, der sieht so scheiße aus, der Wagen. Nein, der sieht natürlich gut aus. So, grüne Leuchten. Nitro und Lüftung können wir uns nicht holen. So, dann holen wir uns noch das Teil. HiFi-Einlage. Yeah, Kofferraumeinbau. Kofferraum Slot 1, holen wir uns mal hier so ein NFS Subwoofer rein. Hier hauen wir uns, sowas rein. Ich hoffe, es wird jetzt alles nicht zu teuer. Hier sowas, so schön mit Boxen vollhauen. Nein, ich war doch noch nicht fertig. Scheinwerfer, Nitro und Lüftung, Hydraulik, Spinners. Aha, oho. Geteilte Hauben haben wir alles noch nicht. Gut. Jetzt haben wir wenigstens schon ordentlich Geld rausgeschmissen auf der einen Seite. Alter, der ist fast zu groß für die Garage. Ja, betrefft DVD-Cover, Speedzone, 4 on the floor. Jo,
Fahr zum Stern auf der Minikarte. Fahr zum Stern auf der Minikarte. Moment. Oh, das heißt, wir haben zwei Cover zur Auswahl. Das ist sehr nice. Krass konkreten Wagen. Das Problem ist nur, wahrscheinlich müssen wir da was irgendwie mit erreichen, Alter. Fahr bitte. So, jetzt noch kurz Abstecher zum Tuning-Shop. Und dann werde ich euch ein Geländewagenrennen zeigen. Und, ein Spezialstern. Alter, beide so weit weg. Erstmal zum Tuning-Shop. Das restliche Geld zum Fenster rauswerfen, Alter. So viel Geld hat er gefressen. Der Hyundai wird erstmal nicht optisch aufgemotzt werden können. Aber wir begeben uns jetzt einfach zum Tuning-Shop. Ist ja auch ein Spezial, da will man ja nicht geizen mit der virtuellen Kohle. Alter, rum um die Kurve. Du bist doch nicht zu fassen, ey. Oh, ist der langsam. Hier kurz zu Burger King gehen. Boah, bist du schnell. 2500 haben wir jetzt noch. Ja, traurig. Na gut, was will man machen? Also hier um die Kurve. Ich hoffe, wir müssen nicht beim Spezialstern schnell zu irgendeinem Ort kommen, weil das wäre extrem suboptimal. Wegen, der Wagen ist nicht besonders schnell und ich glaube nicht, dass wir irgendwas mit dem erreichen. So, jetzt hier um die... Boah. Ja, wie ich schon sagte, die Autos haut er gut weg. Um die Kurve geslidet. Aber ich finde, er sieht schon eigentlich ziemlich scheiße aus. Aber ich habe ihn schon gut versaut. Also so harte Hammerfahrer fahren natürlich auch in den Farben Pink sehr gerne. So, hier ist ein Street-X. Der ist versteckt, das merke ich mir natürlich. So, und jetzt hier rumgecruised. Nach komm. So. In den Tuning-Shop. Damit hätten wir alle Shops abgegrast. 11:25 oder 12 Minuten knapp ist der Part auch schon lang. So, dann Standardpaket hier. Was brauchen wir denn auf jeden Fall? Nitro ist auf jeden Fall wichtig. Zack. Wie viel kostet Fahrwerk? 700. Du hast nicht genug Geld, um dir das zu kaufen. So, und das muss jetzt leider auch schon reichen. Um dieses Geländewagenrennen zu gewinnen. Ach ja, dieses Scheißauto. Eigentlich wollte ich mir noch die Spezialarmaturen so im Bunny-Style machen lassen. Das kann man sich, also die Tachoanzeige. Aber das wäre erstens ein bisschen zu sehr zu übertrieben und zweitens, wir haben nicht mehr viel Geld. Geld, da ist Geld. Auch wenn es nur 25 sind, bei 464 auf dem Konto kann das ja nicht schaden. Alter, wir sind so arm. Wir sind so arm dran. So, da sehe ich doch schon das Geländewagenzeichen. Jetzt müssen wir unseren großen nur irgendwie da rein manövrieren. Geld. Au. Geld, 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 Geld. So. Mit was für einem Ding kommst du denn hier angesteuert? Sieht aus wie ein Karton auf Rädern. Ich glaube, wir sollten dich sogar ausnahmsweise mitfahren lassen. Dann haben wir wenigstens was zu lachen. Also Karton auf Rädern, das ist mein Hello Kitty Auto, ja? Dave, also das finde ich jetzt nicht korrekt. So, Nitro haben wir, vielmehr nicht. Ein Hammer ist noch dabei, aber unser sieht doch mal von allen am hammergeilsten aus, oder? Du bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit. So, dann wollen wir noch mal was richtig Gutes hier hinzaubern. Na komm, Alter, beweg dich. Das ist hier ein Rundkurs. Alter, und ich habe das Gefühl, wir haben nicht so gute Chancen. Dann wollen wir uns mal in Windschatten setzen. Ach, habt ihr nicht kein Nitro? Ihr seid so schlecht, ne? So, in den Windschatten. Alter, übertreib doch nicht, wie schnell das Rennen ist. Dave, sag mal nichts. Dein Ding ist ein Karton, weil du bist letzter. So, ich bleib jetzt hier gut im Windschatten. Und jetzt beschleunige ich raus. Oh, und der Hammer versucht zu überholen. Das läuft hier alles schön in Zeitlupe ab. Erster geworden. Aha, what's up? Mhm. Ja, die Kurven werden jetzt lustig, Leute. Weil ich nicht mehr Bremsen eingebaut habe. Ja, sauberer Abschnitt. So, bin ich noch ganz gut rumgekommen. Ja, da fallen sie schon zurück. Da müssen sie Fersengeld geben. Und ich nehme hier nicht den Zeitlupe auf, Leute. Das ist einfach so. Alter, komm. Oh, das ist eine Qual, mit diesem Wagen zu fahren. Ich kann es euch gar nicht sagen. Und komm, put. Alter. Komm schon. You're kidding me. So, einen kleinen Power Slide aufs Parkett gezaubert. Viel schneller sind die aber auch nicht, wenn ich das mal so sagen darf. So, dann will ich hier jetzt mal, jetzt kommt eine leichte Gerade, will ich mal leicht beschleunigen auf lächerliche 120 Stundenkilometer. Alter, das müssen wir jetzt drei Runden durchhalten, Leute, also viel Spaß. Nicht.
Gut. Dann wollen wir uns mal hier rumbewegen. So. Ja, die Kurve haben wir ganz gut genommen, Alter. Da schalten sie sich gegenseitig aus. Und gleich, ihr werdet es nicht glauben, aber gleich haben wir schon die erste Runde geschafft. So, diese Folge wird hier wirklich Überlänge haben. Ich hoffe, ich werde sie nicht auf eine halbe Stunde rausstrapazieren müssen, weil ich das Rennen hier versage. Aber gut, wir haben 3 Sekunden Vorsprung. Und ich habe das Gefühl, ich fahre hier auch so einen 3 Sekunden Abstand, bewegt der sich immer der Wagen. So, erste Rundenzeit 1:31. Na gut. Also wir werden dann noch schnell zu der DVD fahren, die da im Stadtzentrum ist, und dann werden wir auch schon Schluss machen. Ey, ich hoffe echt nicht, man muss da irgendwo hinfahren, sonst wird der Part echt zu lang. Na gut, aber es ist ja ein Spezial, also muss man das mal in Kauf nehmen, das etwas längere Rendern und Hochladen. Das heißt, der wird ziemlich spät heute hochkommen. Aber nochmal an der Stelle, wenn ich hier gerade so, wow, 200 Stundenkilometer, was ist los bei ihm? Wenn ich hier gerade so rede, es ist eben ein kleines Abonnenten-Special und ich möchte mich bei jedem einzelnen von euch bedanken, dass ihr mich abonniert habt und mich unterstützt. Das ist schon echt nice von euch. So. Michelle, Dave und Co. sind deutlich zurück. Gegen uns haben sie eh keine Chance. Vielleicht hätte ich gar nicht tunen müssen. Und wir haben wieder nur Geld zum Fenster rausgeschmissen. Also alles das, was dieses fette Ding hier gefressen hat, dieser Koloss, das muss der Hyundai wohl oder übel wieder reinholen an Kohle. Wir sind jetzt nämlich blank. Arm wie eine Kirchenmaus. Aber wir sind natürlich ein harter Rocker in unserem Auto hier. Haha, ihr seid so langsam, ihr seid so schlecht, ihr seid so langsam, ihr seid so schlecht. So, hier um die Kurve. Komm, zack rum. Ja, die kann man gar nicht so gut nehmen mit dem Hammer. Brauche ich nochmal ein bisschen Nitro raus. Na, wie nehmt ihr die? Ja, ja gut, die war ganz nice genommen vom ersten. Da kommen sie auch schon näher, von der ersten, Michelle, eine harte Rockerbraut. Na, das heißt ja nicht immer, dass man Rocker sein muss. Obwohl man in so einem großen Auto fährt. Aber Hammer ist ja eigentlich kein schlechtes Auto, ne? Aber für Rennen ist der natürlich nicht so geeignet. Aber finde ich ganz geil, dass sie die fetten Klöpse hier mit reingenommen haben. So, jetzt fahren wir uns wieder ein bisschen Vorsprung raus. Wir sparen uns das Nitro mal. Und ich spare mir hier meine schlechten Witze. Alter, von vorne sieht der gut aus, von hinten scheiße. Na, von vorne sieht der auch nicht wirklich gut aus, weil die Farbkoloration einfach mal richtig für den Arsch ist. Aber cool, dass da oben auch so U-Bahn längs fährt. Und jetzt fängt sie an zu schiffen. Am besten wäre es jetzt noch, wenn er ja in den Kurven rutschen würde. Dann wird es nämlich richtig lustig. So, fast 5 Sekunden Vorsprung. Aha. Who's the biggest dude in the gang? In the house? Big Mama. It's me. Big Daddy V. Nein. So. Jetzt hier um die Kurve. Na komm. Go, 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 go. Autsch. Oh, da gibt er nur noch ein wütendes Brummen wie ein Bär von sich. Und fährt ächzend weiter. Alter, ich kann euch gar nicht sagen, wie sich dieses Auto fahren lässt. Ihr müsst es selber einfach mal machen. Also ich weiß, glaube ich, schon, warum die Entwickler extra Rennen für Geländewagen eingebaut haben, weil wenn man hier gegen normale Autos fahren würde, wären wir schon lange überrundet worden. Na gut, aber von vorne sieht er echt nicht schlecht aus. Also ohne den Lack jetzt. Nimmt mal den Lack und das alles andere raus, dann sieht er nicht schlecht aus. So. Vorletzte Kurve, wieder 5 Sekunden Vorsprung. Was will man? Aua, mehr. Yo. Da kommt auch ein bisschen Nitro. Wobei Nitro natürlich nicht viel bringt. Wie soll man so einen 5-Tonnen-Koloss durch eine Kurve wuchten? Das ist selbst für eine gute Nitro-Einspritzung ein Ding der Unmöglichkeit. Aber hören wir doch auf unserem guten alten Kumpel Hans Hammer rumzuhacken, denn wir haben es geschafft. Du bist Hammer, wie du hier fährst, ist unglaublich. Hammer, einzigartig, unglaublich. Hammer, du weißt, dass du übertrieben nicht schnell bist, darum bist du nicht geblieben. So, Hammer H2 vor Hammer H2, Navigator und Navigator. Gewonnene Rufpunkte haben wir auch noch, was will man mehr? So, der Part ist jetzt auch schon gut 19 Minuten lang. Das heißt, wir werden uns jetzt noch kurz nach ins Stadtzentrum begeben. So. Nee, da will ich nicht lang, weil da sind diese ganz engen Kurven. Und die sind eine wahre Tortur mit dem Hammer. Da müssen wir eben einen kleinen Umweg machen. So, komm hier, gib richtig Stoff. 889 haben wir jetzt. Ein bisschen Money wieder dazu gegaint. Komm. Jump. Na gut. War jetzt nicht wirklich ein Sprung.
und rum hier um die... Alter, komm schon. Oh, es ist ein Trauerspiel. Ja, ein richtig langer Part wird das hier. Ich freue mich schon aufs Rennen dran. Es dauert wahrscheinlich 24 Stunden. Aber egal, für meine Abonnenten bin ich mir für nichts zu schade. Burn friendly, burn, burn. Du bist so Hammer, Alter. Ich liebe dich. H-U-Doppel-M-E-R, Hammer, yeah. Außer dir und Mama gibt es keine mehr. Kennt ihr doch schon doch, sieht es. Eines der bekanntesten deutschen Lieder, würde ich fast schon sagen. So, kleine Spritze über die Autobahn. Wer denkst du, wer du bist? Und knapp vorbei fahren wir hier. Mal sehen, auf wie viel ich den hochkriege. Bevor ich einen Unfall baue, was ja so oder so kommen wird. Ihr kennt meine Fahrskills, ja? Alter, fast 200. Was los? Na, du Penner, du bist wohl von gestern. Yeah. 201. Ha, ich hab's gesehen, wir sind 201 gefahren. Au. Nicht überschlagen hier, bitte. Es wäre nämlich eine Tortur, dich wieder aufzurichten. Dafür bräuchte man schon 10 starke Jungs. So, da sind wir auch schon gleich. Ey, bitte muss ich da nicht hinfahren. Das wäre jetzt so todesschrecklich. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Zu dem betreffenden Ort hinfahren. In einer bestimmten Zeit, weil das würde man mit dem Hammer, glaube ich, nicht schaffen. Und ich habe jetzt auch schlau, wie ich bin, schon mein ganzes Nitro vergeben. Komm schon, das ist... Nein, wir werden es ja sehen, ob da eine Strecke ist oder ein Foto. Nein, nur ein Foto. Oh, geile Scheiße. Underground Speed Zone ist abgedreht und du bist auf der DVD dabei. Yeah, Underground Speed Zone, Steve. Foto für DVD-Cover machen. Du kannst jetzt ein Foto von deinem Magen machen, um aus DVD-Cover zu bekommen. So, was haben wir denn hier für eine kurze, coole Perspektive? Machen wir doch mal hier einfach. Kamera wechseln. Genau, die ist doch ganz nice. Gut, Leute, dann verabschiede ich mich. Unser geiler Hammer in diesem Spezialpart, den wir uns hier hochgezogen haben in nur einem Video mit Überlänge, aber ist ja egal. Der kommt jetzt aufs Cover der Underground Speed Zone. Yeah, watch the pros install Hydrus on these sick rides. DVD, widescreen edition. Von, natürlich, EA Games, unzensiert. Guckt mal rein, Leute, das wird richtig versaut. Ich kann euch sagen, die CD ist einfach nur... Die DVD ist einfach nur Hammer. Jo, möchte ich speichern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.